So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück. Ja, achte Folge. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Materie ein, was Programmierung angeht. Und zwar haben wir bisher hier unseres kleines Bling-Bling, was wir hier so haben, so mit ja, Auswahlmöglichkeiten, eine Verzweigung von Sachen und also Verzweigung der Geschichte etc. Und ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was Variablen angeht. Also Stats und solche Sachen. Hatte ich ja schon in der vorigen Folge gesagt, so mit Cache und sowas alles. Wir fangen einfach mal an mit. Hallo. Was tun wir denn heute? So. Und jetzt, ne, hat man quasi eine kleine Auswahlmöglichkeit. Wir machen wieder unser gerade in der vorigen Folge gelerntes Menü. Erster Punkt. Wir bleiben daheim. Zweite Möglichkeit. Ne, wir gehen arbeiten. Oder, weiß nicht, wir gehen spazieren. Ja, vollkommen falsch geschrieben. Was machen wir denn hier? Spazieren. Egal, ist es egal. So, wenn wir daheim bleiben, dann gehen wir zu daheim. So, Label daheim. Oder aber wir gehen spazieren. Nee, das kommt noch. Da. Hier kommt erstmal arbeiten. So. Das ist ein Arbeiten. Ich glaube, ich habe Spazier komplett falsch geschrieben, aber ist mir doch gerade nicht sowas von egal. Okay. Leck mich. So. Okay. Das Wichtige ist hier dieses Return. Das ist halt dafür, ne, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen daheim, dann springt das Spiel quasi hier hin, führt die ganzen Sachen aus und wenn die Sachen hier fertig sind, macht sie einfach weiter. Damit das nicht passiert, gibt es dann wieder dieses Return, was dann quasi das Spiel an der Stelle beendet. Hatte ich glaube ich schon erzählt gehabt, aber ich erzähle es lieber trotzdem nochmal. So, daheim. Erstmal relaxen. So. Das heißt, wenn wir daheim bleiben, relaxen wir erstmal und dann fängt das Ganze quasi wieder von vorne an. Wir gehen also wieder hier ins Menü. Das heißt, wir machen am besten hier noch ein Label-Menü. Menü 1 zum Beispiel. Ne? Und wenn wir dann ein bisschen relaxed haben, gucken wir nochmal, was wir machen. Das heißt, wir springen dann wieder ins Menü 1. Dann brauchen wir das hier quasi nicht mehr. Weil, ne, an der Stelle ist dann der Feierabend, weil wir springen ja dahin, da, nach da oben wieder zurück. So, wenn wir arbeiten gehen, wir gehen arbeiten und verdienen, von hier, verdienen 10 Dollar. Keine Ahnung. So. Oder aber beim Laufen, wir gehen, ja, doch, einfach laufen. Wir gehen laufen und werden fit. So. Und jetzt ist nämlich die große Sache, ne? Danach gehen wir natürlich wieder immer ins Menü zurück. Quasi also als Endlosschleife. Jetzt haben wir, ne? Erstmal haben wir jetzt ein klassisches Menü, so wie wir es auch davor hatten. Nur, dass wir jetzt quasi eine Endlosschleife haben. Was denn quasi unser Hub wäre. Wir gehen arbeiten, habe ich natürlich wieder vergessen. Wir gehen arbeiten.
Was denn? Zeile 23, der Server ist bei Block. Oh, ja. Wie gesagt, Doppelpunkte, ganz wichtig. Da muss noch einer hin. Und da muss noch einer hin. Weil, wie gesagt, die Doppelpunkte zeigen quasi immer an, dass wir jetzt in die nächste Ebene gehen. Ne, deswegen ist auch hier Doppelpunkt, wir gehen in die nächste Ebene. Doppelpunkt, wir gehen in die nächste Ebene. Genauso wie beim Label ja auch. Da hatten wir auch Doppelpunkt und dann gehen wir quasi in die nächste Ebene. Das Schöne bei Vanpy ist halt, ne, er zeigt halt immer direkt die Fehler an, die man hier gemacht hat. Jetzt ist natürlich die Sache, man muss dafür natürlich Englisch können, ansonsten hackt man die Kacke einfach bei Google ein. Ja. So, und bei Zeile 40 haben wir auch noch was vergessen. Ja, da haben wir auch einen Doppelpunkt vergessen. Sehr schön. Und das Ganze bitte einmal neu starten. Dankeschön. So, hallo. Was tun wir denn heute? Jetzt haben wir die Auswahl, ne? Wir bleiben daheim. Und haben einen Fehler. Kann man daheim? Wow. Ja. Wo? Daheim. Nicht daheim. Daheim ist kein Wort. Ich meine, manche sagen vielleicht daheim. Aber das ist denn so. Wir bleiben daheim. Erstmal relaxen. Wir bleiben immer noch daheim. Nochmal relaxen. Und so weiter und so fort. Ne? Oder wir gehen arbeiten. Wir gehen arbeiten und verdienen $10. Irgendwie gehen arbeiten, verdienen $10. Ja, arbeiten, verdienen $10. So, und jetzt wollen wir diese $10 natürlich, ne, die wollen wir irgendwie gut geschrieben haben. So, und jetzt an der Stelle kommt nämlich das rein, Variablen. Also für die, die von Variablen und sowas noch gar keine Ahnung haben, Variablen sind tatsächlich mit dem vergleichbar, was ihr in der Schule gelernt habt in Mathematik. Also sowas wie X und Y. Genauso ist das hier quasi auch. Wir haben Variablen und können denen Werte zuweisen, und mit den Werten quasi arbeiten. In WenPy, also in Python in dem Moment, ist so, da wir mit Variablen arbeiten und das nicht Teil des klassischen Ablaufs ist, sondern das quasi von Python abgehandelt wird, müssen wir dem Ganzen sagen, okay, jetzt kommt etwas Spezielles. Und das machen wir mit diesem Dollarzeichen. Ne? Dollarzeichen, Leerzeichen. Dann können wir Variablen-Namen benutzen, ne? Wie gesagt, in der Schule klassisch x, y kennt man ja. Hier kann man natürlich komplette Namen als Variable benutzen, wie zum Beispiel Cash. Ne? So, und Cash wollen wir erhöhen, das heißt, Cash ist gleich unser alter Wert plus 10. Na, gucken, ob ich jetzt hier keinen Mist gebaut habe. Na, wir gehen arbeiten, verdienen $10 und ich habe Mist gebaut. Okay, wir müssen Cash tatsächlich doch erstmal define. So. Wobei, warte. Ich könnte mal ganz kurz in mein eigenes Skript, weil ich habe damit ja auch schon ein bisschen rumgespielt, ist aber bei mir schon ein bisschen länger her, aber wo war das? Das war das hier. Ach so, ja, okay, doch, ist richtig, nur weil wir hier sagen, Cash ist gleich Cash plus 10, deswegen findet ihr das hier an der Stelle nicht. Okay, da machen wir am Anfang, sagen wir einfach mal, Cash ist gleich 0, ne? Damit kennt ihr die Variable, die Variable ist am Anfang 0 und zudem fügen wir halt immer 10 dazu. So, das Ganze jetzt also einmal beenden und einmal neu starten. Jetzt sollte das Ganze funktionieren. Start. Wir gehen arbeiten. Und er findet es immer noch nicht. Cash. Gut, dann machen wir das mal direkt mal nach dem Start. Ich hatte zwar eigentlich gehofft, dass es auch hier ausgeführt wird, aber scheinbar nicht so wirklich. Gut, macht ja nichts. Das Ganze dann nochmal. Genau, so, jetzt funktioniert es. Okay, das heißt, man kann es nicht am Anfang definieren, sondern man muss es dann wirklich quasi am Start der Geschichte definieren.
Das heißt, am Anfang haben wir halt 0 Dollar. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben am Anfang bereits 100 Dollar. Geht ja auch, ne? Ich meine, welcher Mensch wird arm geboren? Genau. So, und dann gesagt, was tun wir heute? Und wenn wir arbeiten gehen, gehen wir arbeiten und Cash wird um 10 erhöht. Jetzt ist natürlich die Sache, gut, jetzt haben wir eine Variable, die irgendwo im Hintergrund rumschwirrt. Was machen wir jetzt mit der? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir schauen ins Portemonnaie oder in Geldbörse vielleicht. Ne? So. Jump. Und dann sagen wir einfach mal, ja komm, Geldbörse. So, und jetzt dürfte den meisten garantiert schon übel werden, weil deutsche Sprache ist eine böse Sprache, eine ganz, ganz böse Sprache. Ne? In unserer Sprache gibt es manche Sachen, worüber sich andere aufregen könnten. Und eins dieser Sachen ist zum Beispiel diese S, Ös und Üs und SZs. Das bitte im Quellcode nicht verwenden. In Texten könnt ihr es verwenden, klar, kein Problem. Aber das hier ist ja quasi kein Text, der angezeigt wird, sondern das ist ja quasi Quellcode. Und es gibt Programmiersprachen, die lassen sowas zu, die meisten aber nicht. Also am besten Sonderzeichen nie verwenden. Wie ihr das umgeht, könnt ihr machen, wie ihr es wollt. Es gibt manche, die sagen, okay, Sonderzeichen werden einfach gegen irgendwelche Unterstriche ersetzt. Finde ich persönlich total dämlich. Manche sagen, okay, ein Ö zum Beispiel wird einfach gegen ein O ersetzt. Manche machen das aber auch grammatisch oder rechtschreibtechnisch korrekt und ersetzen ein Ö durch ein OE. Wie ihr es macht, ist egal. Wichtig ist, dass ihr keine Sonderzeichen drin habt. Und ich persönlich bin halt einer, ich mache halt einfach generell, ich klaue quasi einfach die Punkte um. So, machen wir natürlich hier ein Label. So, Geldbörse. Doppelpunkt, wichtig. So, und jetzt wollen wir sehen, wie viel Geld wir in der Geldbörse haben. So, und das, also erstmal, ne, danach natürlich vielleicht zurückspringen, Menü 1. Und das geht jetzt wie folgendermaßen. Wir schreiben einen Text. Wir haben derzeit bla bla Geld in der Geldbörse. Da. So, und dieses bla bla, das ist das, wo die Variable reinkommt. Und genau das ist super einfach. Wir sagen einfach Cash und sagen aber WhenPy, dass das kein Text ist, den er anzeigen soll, sondern dass das einfach eine Variable ist, indem wir das Ganze in eckige Klammern setzen. Für die, die nicht wissen, eckige Klammern habt ihr, wenn ihr eine deutsche Tastatur habt, dann unten rechts neben der Leertaste habt ihr Alt groß, also Alt, Leerzeichen, GR. Diese Taste gedrückt halten und dabei dann oben die 8 oder die 9 drücken, ne? Da wo ihr auch die Klammern habt. Da habt ihr rechts diese eckigen Klammern. Das heißt, Alt groß plus 8 ist Klammer auf und Alt groß plus 9 ist eine Klammer zu mit den eckigen Klammern. Gibt es ja Leute, die sich da ein bisschen schwer tun, deswegen sei es jetzt an der Stelle mal gesagt. Und damit weiß WhenPy, okay, das hier ist eine Variable, die er anzeigen soll und nicht das Wort. So. Das Ganze probieren wir jetzt auch mal. So, starten. So. Wir gehen arbeiten. Und jetzt schauen wir mal in unsere Geldbörse. Wir haben derzeit 50 Geld in der Geldbörse. Wir gehen arbeiten. Und wir haben 70 Geld in der Geldbörse. Gut, 70 Geld, was ist vielleicht? Ja, okay. Aber, ne? Damit kann man quasi halt Variablen verändern. So, und jetzt ist die Frage, okay, jetzt haben wir Variablen, die steigen oder sinken. Ist ja schön und gut, aber was machen wir jetzt mit denen, außer sie anzuzeigen? Und da gibt es jetzt mehrere Sachen, die man damit machen kann. Das Klassische ist, ne, angenommen zum Beispiel, wir bleiben einfach mal bei dem Beispiel, wir haben Cash, ne?
Und je nachdem, ob wir halt viel Cash haben oder wenig Cash haben, kann sich die Geschichte verändern. Das macht man dann quasi mit sogenannten If-Verzweigungen oder If-Abfragen, wie auch immer man das nennen mag. Also eigentlich sind es Verzweigungen. Und das werden wir dann quasi uns in der nächsten Folge aber erst angucken. Wir bleiben jetzt hier erstmal direkt nur bei den Variablen und was wir damit machen können. So, weil das hier ist zwar die klassische Schreibweise, wie man es ja auch in der Schule gelernt hat, x ist gleich y, andersrum, x ist gleich x plus 3 oder x ist gleich, weiß der Geier was, aber es gibt ja auch noch die etwas einfachere Schreibweise, dass man sagt, okay, Cash und dann direkt plus 10. Das geht so tatsächlich nicht, sondern man muss ja so schreiben. Warum das so ist, ist, wenn man sich mit Programmieren ein bisschen auskennt, verständlich. Ansonsten sei einfach gesagt, es ist halt so hier. Ne? Das heißt, Cash plus gleich 10 heißt, Cash wird um 10 erhöht. Man kann das Ganze natürlich auch noch machen, indem man sagt, okay, Cash minus gleich 10, dann wird es um 10 verringert oder halt auch alles andere, also geteilt oder mal, geht natürlich auch. Genau. So, und es ist also quasi 1:1 das Gleiche. Man kann tatsächlich schreiben, wie man möchte. Das hier wäre halt die sinnvollere Variante, das hier wäre halt die einfache vom Verständnis her, die einfachere Variante. Wir bleiben aber mal bei der hier, weil ich die eigentlich auch relativ simpel finde. Und jetzt machen wir natürlich auch noch, ne? Wir wollen auch noch fit bleiben. Das heißt, am Anfang haben wir eine Fitness. Achso, ja, für die sich übrigens gewundert haben, warum der Wert jetzt hier gerade mal bei 70 ist, obwohl wir am Anfang bereits 100 haben. Das liegt daran, dass ich das Spiel halt nicht komplett neu gestartet habe, sondern reloaded habe. Und dementsprechend, ne, wenn wir jetzt hier das Spiel beenden würden und mal richtig starten würden. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier keinen Müll dran habe. Sonst merkt er mich gleich wieder voll. Das hier zum Beispiel darf nicht rein sein. So. Wenn wir das Spiel jetzt starten. Haben wir jetzt bereits 100 in der Geldbörse. Ne? Und wenn wir jetzt wieder arbeiten gehen, haben wir dann 120. So. Deswegen wäre es halt wirklich sinnvoll, gerade wenn man solche Sachen verändert, denn nicht das Spiel zu reloaden, sondern wirklich komplett zu schließen. Ja. Und dann komplett neu zu starten. Gerade wenn man mit Variablen arbeitet, ne, dann ist das halt sinnvoller. So, wir brauchen jetzt noch eine zweite Variable und zwar Fitness. Fit ist gleich am Anfang so mittelmäßig, ne, so 50%. So, erstmal relaxen. So, jetzt können wir nämlich sagen, okay, wenn wir einfach nur relaxen, dann verlieren wir Fitness, sagen wir mal einfach mal so 5%. So. Und wenn wir joggen gehen, oder wenn wir arbeiten gehen, sagen wir mal, ne? Wenn wir arbeiten gehen, dann steigt unsere Fitness, also plus gleich, sagen wir mal so um 10%. Und wenn wir laufen, oh, dann ist aber Pullen offen. So. Dann ist hier gleich plus 50%. So. Und dann können wir uns natürlich im Spiegel betrachten. Wir betrachten uns im Spiegel, Doppelpunkt, Jump, Spiegel, Spieler an der Wand. So, Label, Spiegel, unser Körper, so, Körper sieht zu x Prozent gut aus. Ha. Jump Menü 1. Und wie gesagt, ne, das ist jetzt hier die Variable. In unserem Fall ist das natürlich den Fit, wieder in eckigen Klammern. Hier machen wir mal auch. Wir haben so und so viel Dollar in unserer Geldbörse. Ja. Jetzt sollte das Ganze wunderbar aussehen. Es konnte keine Stelle gefunden werden. What?
Okay. Invert Syntax plus gleich 50. Wo denn? Oh, ja. Das ist natürlich super. Das. Dankeschön. Hättet ihr mich nicht darauf hinweisen können? Ich mal, keiner guckt hier zu. Ey. Das ist doch... Nee. So, Fenster schließen. Das Ganze dann nochmal. Da. Start. So. Wir, ne, erstmal die Spiele betrachten. Und, ja. Oh, okay, gut. Ja, das hier ist natürlich auch wieder ein Sonderzeichen, was er Dingsdabumstadt betrachtet. Deswegen machen wir mal Leerzeichen rein. Ansonsten denkt er, dass er da irgendwas Besonderes machen muss. Neu laden. Okay, mit dem Prozentmarker scheinbar echt nicht. Dann schreiben wir es am besten aus. Prozent. Gut aus. So. Ne, solche Sachen sind einfach Trial und Error. Manche Sachen gehen halt einfach nicht. Ne, weil Prozent ist natürlich für ihn Sonderzeichen und er denkt, dass er dann einen bestimmten Wert als Prozentwert ausgeben muss. Und das mag er dann natürlich nur mit Float, also mit Komma-Werten, logischerweise. So, unser Körper sieht zu 50%, gut, dass ich noch ein Leerzeichen reinknallen können. Zu 50% gut aus. So, jetzt bleiben wir mal daheim, ein bisschen relaxen und schon sehen wir nur noch zu 45% gut aus. So, und jetzt wird den meisten auch schon das erste auffallen, wenn ich mich jetzt hier ein paar Mal drücke, passiert noch nichts, aber wenn wir es jetzt im Spiegel betrachten, wie sieht es zu 0% gut aus, habe ich jetzt was? So, jetzt. Genau. Wir sehen zu minus 5% gut aus. Ja. Man merkt also, mit Variablen muss man ein bisschen aufpassen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge lernen, was man mit Variablen alles machen kann. Erstmal kommt in der nächsten Folge If-Verzweigungen und dann kommt ein bisschen mehr Shitty-Shit rein. Aber wir sagen das in der nächsten Folge. Jetzt haben wir zumindest erstmal Variablen, ne? Mit Startwerten. Die müssen, wie gesagt, am Anfang definiert werden. Meinetwegen halt auch mit 0, aber die müssen halt definiert werden. Und dann kann man die halt im Laufe des Spiels einfach verändern und dann auch im Text anzeigen. Das gleiche gilt übrigens auch für unseren Namen. Wir können auch unseren Namen hier verändern, aber das ist denn... Ja, vielleicht schiebe ich das nochmal als nächste Folge mal noch dazwischen. Wäre vielleicht gar nicht so schwer. Doch, ich glaube, das mal. Okay. Dann gucken wir erstmal nächste Folge, wie wir unseren eigenen Namen verändern können und gehen dann auf die eigentlichen Zahlenwerte hier ein. So, na dann, bis zur nächsten Folge.